Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu Empyreon. Also, ich habe jetzt schon mal ein bisschen wieder weitergemacht. Also nichts groß, Schlimmes, Dolles, Wichtiges, weil das hebe ich mir alles auf, dass ihr damit dabei sein könnt. Sondern ich habe jetzt mir so einen Reparaturblock gebaut, schon erstmal. Weil ich will hier hinten dann so ein, oder hier vorne, vielleicht hier vorne? Vielleicht hier vorne? Achso, was vergesse ich immer. Vielleicht kann ich das auch hier vorne machen. Ich wollte nämlich dann so eine Plattform bauen, dass ich hier mit dem Gleiter drauf kann und dann auch mit dem Raumschiff, weil ich habe jetzt nämlich eins mal angesetzt. Ach, das ist schon fertig. Das ist schon fertig. Das ist gut. Da könnte ich das eigentlich... Naja, ich mache erstmal das eine und das andere. Genau, da kommt die Plattform hin. Vielleicht auch zwei sozusagen. Ein Reparaturblock für das eine und ein Reparaturblock für das andere, weil das nervt immer, wenn du dann eins reparierst, dann setzt du das um, schiebst das zur Seite, fliegst das kurz um die Ecke, um dann das andere dann zu reparieren. Ich finde immer besser, jeder hat so seine eigene Bucht. Da wäre man am besten. Okay, das hatte ich alles in die Pipe gesteckt. Da geht's jetzt erstmal. Da müssten wir eigentlich... Genau, da machen wir gleich zwei Sachen. Oh, was fehlt? Stromspule. Ja, das waren sogar bloß die, die ich gefunden hatte. Kann ich eigentlich bauen? Wahrscheinlich nicht. Da fehlt mir wieder irgendwas. Weil sonst wird es ja anzeigen. Stromspule, was fehlt mir da? Aha, Zaskosium. Ja, mal sehen. Genau, das waren ja die Sachen, die ich nur gefunden hatte. Ich habe jetzt das Flugzeug, ich werde dann auf jeden Fall das nächste Mal, ich denke mal, das wird erst das nächste Mal, das Sonnensystem mal bereisen etwas. Genau, dann machen wir das so und dann werde ich das wahrscheinlich 60 Blöcke aus Holz machen, das reicht ja aus. Ja, also mittlerweile ist Sauerstoff kein Thema mehr. Mit diesen Generatoren unten am Wasser ist das eigentlich alles top. Das, was permanent immer ein Problem ist. Nee, ein Problem nicht, aber was permanent, auf was man achten muss, ist das Essen. Also mittlerweile geht das Essen am schnellsten runter. Und ich finde nach wie vor, das geht zu schnell runter. Also, tut mir leid, also so anstrengend tue ich mich ja nicht. Und irgendwelche anderen Energiesachen werden ja auch nicht von mir abgezogen. Sodass ich eigentlich sage, das ist zu viel. Das rast ja runter. Ich komme ja gar nicht mehr nach mit irgendwelchen Bauen von Konserven oder Herstellen von Konserven. Na gut, okay. 60 Blöcke reicht wahrscheinlich überhaupt nicht. Ich werde mal noch ein paar machen. 50. Machen wir nochmal 60. Die gehen immer rasend schnell. So, genau. Dann machen wir das hier davor. Oder mache ich das hinten raus? Vielleicht mache ich das auch hinten raus. Ach, ich sehe nichts. Sodass ich hier ankomme irgendwie und dann... Hier vorne kann ich ja noch ein bisschen was anderes bauen irgendwie. Oder an die Seite. Gut, an die Seite. Ja, ich mache es an die Seite. Ich mache es an die Seite und gut. Das ist doch okay. Dann mache ich zwei. Das ist die, die ist auch lang genug. Dann mache ich sozusagen eine große Platte und zwei Reparaturblocks. Drauf, genau, dann machen wir das. Ja, das müssen wir erstmal wegnehmen. So, wie mache ich das? Am besten mit der Drohne wieder. Hm? Genau, das ist sogar noch ein bisschen heller. Das seht ihr noch ein bisschen mehr. So, jetzt ist die Frage, ob das überhaupt klappt. Komm, noch ein bisschen. Geht nicht. Von der strukturellen Integrität, weil das schwebt ja hier so ein bisschen, hatte ich jetzt mal gesehen. Schauen wir mal schnell. Naja, naja, es geht noch, aber ich denke mal, ich muss hier auf jeden Fall abstützen. Wie mache ich das? Ich mache das am besten. Ich kann ja nur in die Knie gehen. Dann mache ich das am besten so. Genau. Und dann nehme ich das als Orientierung. Und ziehe hier einfach die Kante zu. Das ist okay. So, da stehe ich gerade. Geh mal weg. Geh mal. Ach nee, das war schon alle. Ach, das war schon alle. 60 Stück. Ja, das reicht natürlich überhaupt nicht. Gut.
So, ach so, und jetzt war ja Folgendes. Das war ja das, was ich schade fand, dass das nicht mehr ist. Also vorher konnte man hier sozusagen hier rein und dann konnte man hier ran und dann konnte man hier arbeiten mit der Drohne. Das geht jetzt nicht mehr. Oder ich kann ja nicht mehr auf meine Container zugreifen, oder? Das ist schade. Also das ging mal früher. Da konnte man das wirklich wie als verlängerten Arm benutzen. Das fand ich eigentlich eine coole Sache. Aber mittlerweile ist die Drohne nur noch dafür da, dass man bauen kann. Die ist im Prinzip kastriert worden, finde ich. Also das finde ich schade, muss ich mal wieder sagen, weil mich das doch in vielen Situationen immer irgendwie stört. Naja, gut. Das heißt, ich muss ausmachen, muss selber hinlaufen. Ah, so ist es. Gut, also Holz hatte ich gesagt, 60 Stück. Ich denke mal, jetzt reicht das, ansonsten werden wir sehen. Machen wir das halt dann eben. Machen wir nochmal welche, das geht ja rasend schnell. Das Gute ist bei der strukturellen Integrität, man sieht es. Kommt jetzt gerade was runtergefallen vom Himmel? Man sieht, also es leuchtet immer schön. Grün. So, genau. Okay. Das passt und wir machen hier natürlich gut, machen wir hier hin. Da habe ich natürlich gleich wieder eingebüßt ein paar. Aber das ist nicht so schlimm. Ich brauche auch natürlich noch eine Kante, dass die überhaupt hochkommt. Zumindest der Kleider kommt da sonst nicht hoch. Das heißt, ich wäre wahrscheinlich doch noch. Das ist komisch. Also so komme ich hier hin, ja. Und sobald ich... geht's zurück. Also es reicht nicht. Die Frage natürlich, 40 sind sie jetzt nicht, oder? 40? Sind die 43 jetzt weg? Nee. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, Level. Oh, Level. Sehr schön. Level. Level 14. Nur durchs Bauen. So. Dann machen wir das. Ach, machen wir so. Und jetzt machen wir den Rest hier. Komm. Warte. Genau, dann machen wir den Rest hier dran. 5 Stück. Nee, das reicht doch nicht. Ich wusste es doch. Ich wusste es. Und noch eins vor. Und dann haben wir noch einen. So. Okay. Da bauen wir mal mindestens noch mal 50. Ich muss ja noch rum. Nee, ach, ich glaube, ich kriege 100 immer noch unter. Lässig. Das ist bestimmt kein Ding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das sind jetzt nochmal 100. Das geht schön fix. Gut, ich muss ja nicht bis zum Ende zuschauen. Ich kann ja schon ein bisschen weitermachen. So, Chatpack natürlich. Okay, also zumachen und dann baue ich was baue ich? Ich baue so eine längliche Kante, die gefällt mir eigentlich auch am besten. Also eine Kombination aus der und der. Das finde ich eigentlich mit am entspanntesten. Da kommt man auch auf jeden Fall mit dem Kleider hoch. Genau, mal sehen, wie ich die Ecke mache oder ob ich die lasse. Ach, siehst du, da muss ich auf jeden Fall noch was drunter setzen. Komme ich hier hin? Nee, muss ich wieder von der Seite machen. Ja, das mit diesen Hocken, also das ist, das könnte man auch mal machen, finde ich. Also das ist so ein Feature, das würde passen eigentlich. Hocken, sich hinhocken. So, jetzt reicht es wahrscheinlich noch nicht, du. Hier vorne steht es dann über. Da reicht es wieder nicht. So, das klappt, aber hier vorne reicht es nicht aus. Ups. Okay. Doch mehr. Man, also ich nach wie vor verschätze ich mich komplett immer in der Anzahl von irgendwelchen Blöcken. Man braucht immer viel mehr. Und ich denke mal, die 63 reichen definitiv nie. So, dann mache ich gleich nochmal 100. Sicher ist sicher. Also das habe ich so... denke ich mal, das wird dann vielleicht gerade so reichen. So, also erstmal noch
die Sache hier hin. So, und jetzt müssen wir nämlich unten erstmal wieder einen normalen Block machen, damit wir dort dran dann die nochmal die große machen. Und die funktioniert jetzt, genau, perfekt. So, das ist, da kann man hier hochgehen. Sehr schön. Das gleiche mache ich auf der Seite. Und das können wir gleich benutzen. Und dann noch auf der anderen Seite, also auf der dritten. So, naja, 28, schon wieder weg. So, und jetzt die kleine. Und jetzt wieder die Würfel. 10 Stück reicht nicht. Doch, reicht einen gerade so. Na, siehste. Wieso geht das? Wieso ist das? Ach Quatsch, ja, der Große kommt. Ich Depp. So ist es. Okay, stimmt doch. Ist auf der anderen Seite auch so gewesen. So, dabei haben wir auch Tageslicht. Das ist nett. Und hier nehmen wir die. Echt? Ist das Holz alle, ja? Ich hatte irgendwie 800. Na da, das ist natürlich jetzt. Wieso habe ich eigentlich Aloe Vera? Kommt hier rein. Da ist das alle. Da muss ich mich sozusagen gleich mal drum kümmern, dass ich hier Holz habe. Das hätte ich jetzt nie erwartet, dass das Ding alle wird. Na gut, dann machen wir das halt eben so. Beziehungsweise. Oder? Lass mal das so. So, hä? Mit der Kante hier. Und dann lasse ich das hier einfach so fresh. Beziehungsweise ich hau ja jetzt hier, also ich mache hier zwei raus. Und reicht das vielleicht gerade so? So, ich mache erstmal wieder das Grüne aus. Das brauchen wir auch nicht. Okay. So. Jetzt würde ich sagen, die Mitte. Was ist so die Mitte? Muss ich mal ein bisschen von oben mir anschauen. So, dann mache ich hier drüben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Naja, dann machen wir mal 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Egal. Wir machen aller guten Dinge. Wir machen 4. Oder wir machen es ein bisschen versetzt. Wir machen hier hin. Genau, weil der Kleider, der braucht nicht so viel Platz. Dann mache ich hier. Kann ich eigentlich mit dem arbeiten? Achso, muss erstmal nachladen. Alles klar. So, was hat man? Demontieren. Perfekt. Einen Block rein und dann, das ist fürs Raumschiff, und dann mache ich jetzt hier, mache ich nochmal den gleichen. So, war das, ist das etwa die Höhe? Ja, kommt alle. Und Dinge sind 3. Zack. Ach, das hatte ich vergessen. Das hatte ich ja völlig vergessen. Das geht gar nicht. Das ist aber schade, muss ich. Also das muss ich sagen, warum es hier eine Limitierung gibt, das verstehe ich nicht. Vielleicht programmiertechnisch, aber ansonsten, weil ich meine, das ist ja dann irgendwie, also die Limitierung, die braucht, die, also die hat in meinen Augen keinen Sinn. Ich meine, wenn ich jetzt einen Haufen, also wenn ich jetzt 10 Raumschiffe habe, ja, oder wir sind zu 10 und haben eine große Basis, da braucht jeder mindestens seine eigene Basis, und wenn er 3 Raumschiffe hat oder 4, dann, und die irgendwie, dann muss er die immer umbauen. Also das finde ich schade. Das wäre doch cool, wenn jeder so seine, hast du so eine Garage, und jedes Raumschiff steht so auf, ne, wisst schon, auf so einem Reparaturblock. Okay, das habe ich jetzt irgendwie gar nicht beachtet. Das heißt, ich kann den zerlegen, aber ich zerlege den diesmal richtig. Gut, okay.
weil ich im Prinzip den wieder einsetze, beziehungsweise jetzt setze ich ihn halt in die Mitte, beziehungsweise die Mitte gibt es nicht. Okay. Na gut. Okay, das war irgendwie, ja, daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht, an die Limitierung. Daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. So, und die letzte, die bauen wir hier hin. Hier hat man ja gesagt, hier kommt das große Ding hin, oder? Na? Jetzt. Gut. Und dann wegen den Dreien oder wegen den Zweien. Ach, da fange ich nie an, irgendwas abzubauen. So. Ich hole da jetzt den Kleider erstmal hier hoch, damit er repariert werden kann. Und dann werde ich den ja umbauen. Also ein bisschen, nicht sehr, aber ein bisschen. Insofern klappt das hier, genau. Da ist das okay. Setzen wir den drauf, der wird gleich repariert. Warte, genau, das Bremsen, das will ich ändern. So, rums. Genau. Weil durch das ganze Angestoße und so weiter, da ist der irgendwie, okay, kaputt gegangen. Ein bisschen kaputt gegangen. So, also erstmal gab es ja die Idee oder den Tipp, dass ich doch einfach mal hier vorne diesen Konstruktor quer nehmen sollte. Also nicht längs, sondern quer. Das könnte ich ja machen. Da guckt der hier raus. Rechts und links. Da kann ich sozusagen auch rechts und links ran, weil ich habe ja auch mitgekriegt, als ich hier rumgefarmt habe, dass ich... Ja, du kommst ja letztens immer von der Seite, deswegen passt das hier mit den Frachtboxen. Das ist eigentlich eine coole Sache an den Seiten, da komme ich ran. Und genau, das mache ich erstmal. So, jetzt ist nämlich schon wieder das Essen. Genau, und das ist das, also das rast meiner Meinung nach unverhältnismäßig, völlig unverhältnismäßig. Also das könnte so sein wie der Sauerstoff oder so. Das würde gehen. Na gut, okay. Na gut, anders als ich meine, das ist ja experimenteller Zweig, da kann man ja schon mal seine Meinung sagen. Wenn sich ab und zu mal beschweren. So. Das. Oh, ach so, ist abgekippt, alles klar. Macht nichts. Ich mache das auch hier hin. Also hier rein. Quer sozusagen. Hier, genau, das ist der Plan. Das macht Sinn, die Idee. Die werde ich übernehmen. Also wenn jemand sinnvolle Ideen macht, übernehme ich die gern. Ah, das ist... so. Wie rum ist eigentlich egal. Genau, perfekt. Und jetzt mache ich hier vorne... Zack, ist es wieder da. Jetzt mache ich hier vorne... ich hatte, wie gesagt, mitgekriegt, beim Bremsen gibt es immer so ein bisschen Probleme. Schub ist total cool, der ist da, aber Bremsen ist so ein, das war so ein bisschen ein Problem mit der kleinen Mini-Düse. Vielleicht mache ich die Düse weg und knall hier so eine große einfach nur rein. Genau, das könnte ich eigentlich machen. Die übernimmt dann die Leistung von dieser. Die zerlegen wir, genau, und bauen uns mal eine große. Achso, und dann war natürlich noch die Idee, dass ich hier vorne Scheinwerfer dran mache. Ich mache die hier unten ran, hier. Also hier. Hier sozusagen, nach vorne. Hier. So, nach vorne scheint. Das ist auch eine gute Idee, die übernehme ich auch. Sehr schön. So, jetzt habe ich die habe ich nicht zerlegt. Das alles, das brauche ich. Die zwei Sachen lasse ich. Ich brauche eine Lampe. Eine Lampe. Ja, irgendwie erkennt man die nicht so. Also irgendwie, ich übersehe die gerne. 1, 2. So. Und dann, ich mache vielleicht auch noch eine nach hinten. Ne? 1, 2. Genau, ich mache noch eine nach hinten. Da sieht man wenigstens, wo hinten ist. Also mache ich die am besten auch noch rot, oder? Mache ich die rot? Geht das eigentlich rot mit denen? Das müsste doch
gehen. Also nichts ist schlimmer, als wenn du kein Rücklicht hast. Weil überleg mal, du bist da irgendwo, ja, was weiß ich, Manöver, ne? Nachts Panzerschießen irgendwo, du stehst auf deiner Tribüne, die sieht natürlich eckig aus. Das ist natürlich jetzt nicht so optimal. Panzerschießen auf der Tribüne. Du guckst mit dem Fernglas, schaust du den Panzern zu, wie die schießen. Und da hast du natürlich vor dir die ganzen roten Rückleuchten. Und da weißt du, alles gut, alles gut. Und wenn dann irgendwo eine helle Leuchte auftaucht, ja, dann sollst du dich sofort hinwerfen. Sofort. Weil da läuft irgendwas schief. Da hat irgendwie der Richtschütze hat sich irgendwie vermessen oder verrechnet oder Gradzahl, Gradwinkel falsch angegeben. Also insofern mache ich hier hinten mir auch Scheinwerfer dran. Nach hinten. Kann ich eigentlich einstellen mit der Farbe? Das muss ich gleich mal checken. Das interessiert mich jetzt mal. Das interessiert mich nochmal. Farbe der Scheinwerfer. Nee, kann ich nicht. Schade. Das könnte man doch auch nochmal machen. So irgendwie die Farbe des Scheinwerfers. Na gut, okay. Also ist es hinten auch hell. Das heißt, wir können Angst kriegen. Wir wissen nie, wo jetzt vorne und hinten ist. Ich mache die kleinen Lämpchen, die mache ich hier vorne noch hin. So, hier hin und hier hin. Hier drauf ist sinnlos, weil da kann ich ja nicht drauf zugreifen. Gut, so, das war das eine. Und ich werde vielleicht doch nochmal das probieren mit dem Sauerstoff, weil ich hatte ja hier so verwirrt geschaut, wozu der Sauerstoff ist. Aber das ist ja logisch, das ist ja klar. Ich habe ja selber solche Dinger schon gebaut, wo man einfach sagt, also wo man hier einfach einen Zugang hat mit einer Tür oder was weiß ich und wo man dann drin sich bewegen kann in den Kleider. Das ist jetzt hier nun ein ganz Mini-Kleider, aber jeder andere, da kann man natürlich dann sowas machen und da kann man sich natürlich auch drin aufhalten, logisch. Aber was ich machen wollte, was ich natürlich wieder vergessen habe, ist so ein Triebwerk. So, ein Triebwerk, erstmal rüber. Ich schalte mal hier den Bodenkleider ein, dass es sich ein bisschen reduziert. Eine Schubdüse. Ja, und dann ich werde das mal probieren mit Glas. Brauche ich da brauche ich aber auch einen Ventilator drin, genau. So dass mir dann ein bisschen Luft um die Nase gefächelt wird. Also machen wir erstmal einen Ventilator noch. Sauerstofftank habe ich. Und dann brauche ich Glassachen. Was ist denn das Unterschied? Fenster S und das ist. Ach, gepanzert. Kann ich ja gar nicht bauen. Gehärte Stahlplatten habe ich ja wahrscheinlich nur ganz wenige. 6 Stück. Nee. Also machen wir die. Mache ich mal. Ich mache mal 20. Oder 10. 1, 2, 3. Ja, ich mache mal noch 10 drauf. So. So, weil ich will das mal probieren. Vielleicht kriegt man das ja hin, dass wir noch so eine Art Kuppel machen. Ja, an sich habe ich dann alles. Oder? Nee, doch, alles. Eigentlich alles gut. So, jetzt mache ich vielleicht doch noch, weil das Problem ist jetzt, Rampenplatte, nee. Das Problem ist jetzt, wie komme ich dann an den Sitz, wenn ich die Kuppel zumache? Also ich muss irgendwo eine Tür einbauen. Ich glaube, ein Rolltor ist vielleicht das Beste, weil das geht hoch und runter und tut den Sauerstoff noch zurückhalten, weil eine Tür an sich, die ist zu groß. Die ist zu groß. Also das kommt auf jeden Fall dran. Das hebe ich mir noch auf, die Sachen. Das probieren wir dann als nächstes und das müssen wir auch irgendwo einbauen. Weil ich sag mal, ich glaube, jeder fährt mit V. Also wenn er drin ist, jetzt niemand, also ich ist jetzt meine Theorie, würde ich sagen, niemand fährt so. Oder kleidet so oder fliegt so. Die meisten, denke ich mal, fahren alles so. Da haben sie einfach mehr Übersicht und überblicken das besser. Insofern kann ich eigentlich alles Mögliche so bauen, dass das irgendwie funktioniert, weil es ist egal. So muss ich dann eigentlich auch kaum was sehen.
Ja. So, jetzt machen wir erstmal vorne das Ding rein. Und zwar machen wir das. Wir machen es einfach in die Mitte, genau, einfach in die Mitte. Das ist okay. So, in die Mitte und dann können wir nämlich diesen einen Block, den ich hier hatte, oder die zwei Blöcke, die können wir verwenden für hier oben. Für hier oben und da ist der runde. So, genau, perfekt. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie ich das mache. Ich vermute mal, ich muss hier hinten dieses Geschütz machen und das dann nochmal versetzen, ein bisschen höher. Ja, irgendwie so. Irgendwie so wird das. Das muss ich auf jeden Fall machen. Ich mache das erstmal weg. So. Das ist natürlich so. Nee, doch, ich wollte gerade sagen, der ist ja riesig groß. Nee. Ich mache mal die Drohne. So, ich werde das am besten hier vorne hinsetzen, ne? Genau. Hier hin. So. Okay. Und da muss ich das Glas irgendwie so weit ziehen. Ich mach mal das Ding weg. Habe ich eingestellt jetzt, dass ich das demontiere? Ja. So. Okay. So, wie ist das am besten? Ich nehme mal noch die Rampe dazu. Quatsch, das Rolltor. Was gibt's denn da für Möglichkeiten eigentlich? Ah, das ist gut. Das ist so klein. Das ist cool. Das ist gut. Dann mache ich das am besten irgendwie hinten hin. So dass ich da das hochmache. Und dann kann ich auf den Sitz drauf zugreifen. Ist natürlich ein bisschen umständlich, weil oder mache ich das vielleicht an die Seite? Vielleicht mache ich so ein kleines an die Seite. Hier hinten hin an die Seite. Also so. Vielleicht so. Und auf beide Seiten, dass ich zur Not von beiden Seiten rankomme. Wir probieren. Wir probieren. Wir haben Schluss 1 gemacht, egal. Wir probieren. Ja. Genau, so mache ich das. Wenn ich das aufmache, müsste eigentlich dieses Feld sein, oder? Nö. Wieso ist da kein Feld? Oder ist einfach, weil es noch nie an ist, ne? Oh. Ach, Quatsch. Ja, stimmt. Ja. Entschuldigung. Ich stand ja auf der Basis. So. Also, wenn ich jetzt anmache. Da ist es zu und... Ah, ja. Alles klar. Es klappt. Feld ist da. Gut. Gut, das sieht doch gut aus. Das Einzige ist natürlich, dass das halt so gerade ist. Dann muss ich hier hinten das nochmal wegmachen und dann muss ich mir irgendwie so einen Übergang ausdenken. Das wird natürlich jetzt ein bisschen brühe. Beziehungsweise. Also, dann nehme ich auch auf jeden Fall erstmal das Ding hier weg. So, und auf der anderen Seite. Und dann. Dann nehme ich das vielleicht auch nochmal weg, oder? Ich fange erstmal vorne an. So. Was haben wir denn eigentlich? Ach, da haben wir doch so ein. Also eckig werde ich wahrscheinlich nicht nehmen. Halbrund haben wir auch. Okay, man könnte natürlich... Wie ist denn das, wenn ich die nehme? Wenn ich die nehme... Und die einfach... Nee, das war schon richtig. So rumziehe. Das klappt aber dann natürlich mit dem... Geht das oben drauf? Das würde oben drauf gehen, ne? Das würde doch gehen. Gerade habe ich, wenn ich das mal so mache, habe ich jetzt irgendwie einen Übergang von rund zu gerade irgendwie. Das wäre eine Ecke.
Das wäre rüber. Das kann man alles vergessen. Runde Winkelecke, wie sieht die? Ach, das ist so eine Innenecke, alles klar. Ich brauche da unten brauche ich irgendwas. Was ist das eigentlich? Verbindung? Luftdicht. Ach so, true. Ja, ist alles true, oder? Ja. Wie sieht das eigentlich aus? Das ist doch hier. Das ist doch. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Denke ich. Also nicht da oben hin, sondern da unten hin. Ist jetzt so, oder? So können wir das lassen. So können wir das lassen. Und jetzt mache ich im Prinzip das Ding hier hin. Ja. Und da haben wir doch das. Und dann mache ich das hier zu mit sowas. Ja, und hier mache ich dann das gleiche weg. Und Quatsch. Und mach dann die Ecke hier hin und hier oben kommt dann das Runde. Genau, da haben wir doch dann unser Dingsbums, unsere Kabine. Ja, ich denke mal, das ist dann dicht, oder? Das gleiche machen wir jetzt nach vorne. Das heißt, ist die Frage, ob ich das noch ein bisschen vorziehe oder ob ich das, ob das reicht. Eigentlich müsste es ja reichen, oder? Wir werden es gleich mal sehen. Das heißt, ich würde wieder das nehmen hier vorne. So. Genau. Und jetzt machen wir die Kuppel nochmal. Die machen wir nochmal. Ecke. Ecke. Schade, dass es nicht so eine schrägere Ecke gibt oder so eine langgezogenere, so wie hier. Das geht nicht, oder? Was ist das? Das ist eine dünne Ecke. Wie sieht die aus? Nee. Wobei, die wäre halt dünner. Die wäre halt ein bisschen, oder ist die? Die müsste doch auch hier drauf gehen. Das ist doch so ein bisschen flacher. Wir probieren das. Wir probieren das. Deswegen machen wir das heute. Wir werden heute wahrscheinlich doch nicht mit dem anderen Flugzeug fliegen können. Aber das macht nichts. So, wenn ich das nämlich so habe. Genau. Dann ist es zwar gerade vorne, aber das ist erstmal okay. Das ist erstmal okay. So, also so ein bisschen Unterschied, dass es nicht gleich so aussieht von vorne und hinten, sondern dass vorne ein bisschen anders aussieht als hinten. Und naja, wisst schon Bescheid. So, und jetzt ist doch, die ist das dann, oder? Genau, das müsste die sein. Genau, das ist es ein bisschen anders, aber der Übergang ist dann wieder gleich. Hier. So. Und jetzt kann man eigentlich, kriegen wir hier ein 2 hin. Haben wir hier ein 2? Das meine ich hier, genau. Also nicht so, sondern nee, völlig verkehrt. So. Ach, alles klar. Ja, das Ding stört. Genau. Ich glaube, das störte. Ja. Genau. Das störte. Das kriegen wir dann auch nicht mehr hin. Wir brauchen auch kein Licht drin. Das braucht niemand. Und das kommt dann. Nee, mal richtig so. Hallo? So. Und jetzt. Ach so. Ja. Der Übergang. Nee. Das geht natürlich, also wie kriege ich den Übergang von gerade zu halbrund? Das ist ja, das geht nicht. Das geht schade. Oder gibt es irgendwas? Von gerade zu halbrund. Nee, das hier ist nach unten gerade zu halbrund. Das braucht man nicht. Und das ist auch nicht. Und das ist nur schade. Das wäre cool, wenn es das gäbe. Runde Winkelecke, nee.
Oder das? Verbindung? Nee, was ist denn das eigentlich? Doch! Oder? Weiter! Ist das? Ist das das? Das wäre natürlich cool. Also da muss ich sagen. Komm. Lässig. Das ist doch lässig. Genau, da könnte man. Nö, das lassen wir so. Die Mitte. Genau. Cool, das hätte ich jetzt nie gedacht. Da bin ich positiv überrascht. So, nee, das war verkehrt. Geht das gar nicht? Gibt's da gar nicht die andere Seite? Doch. Was ist los? Och, Menschenskinder. Ja, das ist. Das Essen, also. Damit wäre ich nie warm. Mit diesem Abgang. Ach so, nee, ich kann das ja so drehen. So, genau. Peng. Perfekt. Okay, das heißt, jetzt machen wir hier eine Schräge hin. So. das sieht doch gut aus. Ach, das gefällt mir. So, und jetzt machen wir hier oben noch. Hier kommt dann. Nee, das geht doch nicht. Doch, ich muss es nochmal drehen. Okay. Ich muss es nochmal drehen. Also. Nee, so, doch. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Oh, ist das alles schon Glas? Ne, hier ist Glas. Alles klar. Trotzdem reicht's nicht. So, und hier kommt dann das normale, gewöhnliche hin. Und aber irgendwie sieht das hier trotzdem komisch aus, die Verbindung. Oder? Hier, da ist so ein. Hier passt es nicht richtig. Das ist irgendwie. Das. Hier, das schräge Fenster, das passt hier irgendwie nicht rein. Hier ist die Kante. Das gefällt mir nicht. Das andere passt. Also daran liegt es nicht. Das geht saugend über. Da mache ich das nochmal weg. Das gefällt mir nicht. Wenn, dann machen wir schon perfekt. Selbst wenn es dicht wäre. Okay, also was hatte ich gesagt? Eine Schräge. Das ist das. Jetzt müssen wir mal gucken. Das sieht doch gut aus, oder? Nee, auch nicht so richtig. Geh doch mal weg. So. Oder ist das so? Ich probiere es nochmal. Probieren das hier. So, wenn ich das so drehe. Dann. Ist das dann. Das ist die Fläche nach unten. Genau. Okay, die Fläche nach unten. Das passt aber auch nicht so. Aber es sieht zumindest besser aus. Ich brauche noch ein Rolltor und drei Glas. Zwei haben wir noch. Okay, und ich brauche jetzt hier einfach. Bitte, nee, ich brauche nicht drei Glas. Ich kann ja hier sowas nehmen. Nee. So. So, und. Wo ist es? Gerade normale Ebene? Hier, eins. Und so. Und jetzt noch ein Rollturm. Cool, da haben wir es. Was? War das schon wieder rum? Es wird schon wieder dunkel, hä? Na, dann machen wir halt im Dunkeln nochmal eine Fahrt. Dann nur, wenn so ist. Ich meine, gut, wir haben ja überall Licht. Insofern passt das schon. Wie sieht es denn hier aus? Ich ernte erstmal ab.
So. Da könnt ihr dann weiter wachsen wieder. Und dann muss ich mir gleich mal noch ein paar Konserven bauen, weil das doch ganz schön gebraucht wird hier. So, jetzt müsste es doch eigentlich... Ich hau das erstmal hier rein, dann stapelst du es nämlich. So. Das kommt hier hin und jetzt brauche ich drei Kürbis. Vier, das ist okay. Und Tomaten vier. Da fehlt mir nur eins von den anderen, aber das ist okay. Dann machen wir noch das Brot weg. Und dann ist eigentlich erstmal gut. Also, das heißt so, so, so. Dann nehmen wir erstmal die zu uns. 415, das macht 100, oder? Ne, 150, das wäre Vergeudung. Okay. Aber da kann das dabei arbeiten. Beziehungsweise, ja. So, und hier kommen die hin. Und ich wollte ein Rolltor, wollte ich haben. Ein Rolltor. Und dann haben wir es doch eigentlich. Dann haben wir es. Na, da bin ich jetzt gespannt. Da müsste das auch mit den Sauerstoff schön klappen. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ja. Gut. Selber aufgeladen bin ich. Und das ist 70. Also pfeifen wir uns so ein Brot rein. Und die Sachen, die nehmen wir mit. Und als Reserve haben wir hier immer noch was. Sehr schön, liebe Leute. Jetzt wird es doch langsam. Und was ich natürlich brauche hier ist Lampen. Lampen will ich draußen hinbauen. So, Lampen, Scheinwerfer, ordentliche, große, tolle. Das ist wahrscheinlich Späß, oder? Pflanzen ich nicht. Das hier, wie viel macht man da? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann machen wir noch an die Wand. 1, 2, 3. So. Naja, es läppert sich. Es läppert sich hin. Es läppert sich. Also, ich werde dann auf jeden Fall aber noch, denke ich... Nee, muss ich ja mitnehmen. Auf jeden Fall denke ich... das Raumschiff hinsetzen. Also das ist ein altbekanntes, was wir schon immer hatten, was ich schon immer hatte quasi so oder schon lange hatte. So, jetzt mache ich das folgendes. Die Lampe, die mache ich hier an die Ecke. Hm? Oder so ein bisschen reingesetzt. 1, 2. Ach, das war falsch. Ich mag die nicht so sehr. Ich mag lieber die Runden, die so aussehen wie die Pflanzlichter. Okay. Weg mit dir. Die mag ich lieber. So. Und ich sehe nichts. 1, 1. So. Und dann muss ich wahrscheinlich doch mal die Drohne nehmen, dass ich das so ein bisschen mittig mache wenigstens. Obwohl es nicht richtig passt. Doch hier, oder? So. So. Und dann wollte ich nämlich so. Stimmt das? Ja. So, und so. Und jetzt haben wir noch eine Lampe. Das habe ich natürlich ganz anders gebaut, als ich das wollte, aber das ist okay. Ich mache mir hier draußen noch eine dran, einfach so. Oder? Weil eigentlich wollte ich da noch eine hier an die Dings machen. Oder vielleicht ist es hier ein bisschen duster. Dann mache ich hier noch eine hin. So. Okay. Okay. So, es sieht im Prinzip jetzt so aus. Und wir machen jetzt mal noch die... Ach klar, das sieht doch cool aus. So. Das ist vorne. Ach so, hinten das Geschütz noch. Ja, das zweite Geschütz noch. Das dritte Geschütz noch. Jetzt machen wir aber erstmal hier das Rolltor.
Cool, perfekt. Jetzt noch das Geschütz. Habe ich jetzt das Geschütz? Das habe ich. Da gehen sogar die Blöcke hinten. Das ist nämlich jetzt nichts. Obendrauf will ich es auch nicht setzen. Das heißt, ich wäre ein bisschen... So, wie mache ich denn das? Einfach so oder... Oder so ein bisschen angeschrägt, gerade. Aber das guckt dann natürlich raus. Das mag ich jetzt eigentlich nicht so sehr. Also jetzt bloß ein Viereck, das würde mir wieder, also das widerspricht jetzt allem. Ich könnte natürlich, wie sieht es denn aus jetzt hier? Ich könnte natürlich das insgesamt auch hochziehen, dann bräuchte ich natürlich eigentlich, hätte ich auch was anderes hier hinten machen können. Andererseits, meine Güte, ich, Dreier ist das lang. So, dann mache ich das erstmal so und dann mache ich mal noch das hier hin. So. Und jetzt ist natürlich... Ich könnte natürlich das natürlich auch so machen. Also so. Nee, so. Genau. So. Und den auch noch machen? Nee, den lasse ich so. Aber ich mache dann hier... Gab es hier Ecken? Hier gab es auch Ecken. Hier gab es doch Ecken. 1, 2, 3, 4. Ich habe jetzt nichts mehr, oder? Nee, alles verbraucht. Hier gab es doch auch solche Ecken. Na gut, dann müssen wir halt nochmal was bauen. Oder habe ich irgendwo was? Ich habe da, glaube ich, irgendwelche. Irgendwelche kleinen? Nee, habe ich nicht mehr, echt. Habe ich nicht mehr. Nur die großen. Und hier habe ich auch nichts mehr. Da muss ich halt doch nochmal kleiner machen. Kleider. Machen wir mal nochmal 10. Genau. So. Wie sieht's aus eigentlich? Minus 14, 18, 30, 40? Ja. Und zwar meine ich jetzt nämlich... Nee, das will ich nicht. Das erstmal. Diese. Diese. Genau, das sieht aus wie so eine Tulpe oder wie so eine Pflanze. Nee, das war richtig. So, scharfkantig. So. Ein bisschen organisch hier oben. So, und jetzt ist die Frage, wie ich den... Ein Blockmacher, mache ich den? Eigentlich müsste ich den ja dann auch so machen. Das würde ja dann, das würde ja dann passen. Ah, das würde ja dann passen. So, so passt es nicht. So passt es nicht. Genau. Zu ist ja. Ja, zu ist. Okay, zu ist. Quatsch. So und... So. Hm? Na, das sieht doch aus. Das sieht doch schräg aus. Eigentlich könnte man das bei denen dann auch machen. Ach, ich lasse es jetzt erstmal. Ich lasse es erstmal. Wir wollen das jetzt mal testen, wenigstens heute noch. Genau. Was ich aber trotzdem nochmal machen werde, ist... nee, das mache ich jetzt doch nicht. Ich mache es jetzt doch nicht. Farbe. Farbe, wie mache ich das mit der Farbe? Das mache ich auch später. Oder? Gut. Okay, dann testen wir das mal. Also, Helm ist auf. Achso, die beiden Lampen noch. Wir wollten ja noch die beiden Lampen irgendwo unterbringen.
Die hatten wir, wo hatten wir denn die? Links, die waren dort oben so drauf. Kriege ich die hinten? Irgendwie hier unten, hier oben. Hier kriege ich dann eine hin. Und die andere haben wir hier vorne noch. Die machen wir einfach hier oben drauf hier. Zack. Genau. Ende, Ende. So. Okay. So, jetzt, wie sieht's aus? Hier komme ich ran. Und ich komme rein. Perfekt. So, jetzt ist natürlich, kann ich das zumachen oder geht das dann automatisch zu? Das geht dann automatisch zu. Ach, ich habe, so, jetzt ist zu. Okay. Und jetzt checken wir das mal mit dem Sauerstoff. Machen wir erstmal P. Ungruppiert, dann machen wir natürlich alles alles Auto grupp und cool, slidet los. Und wenn ich jetzt einen Helm abnehme, was, kein Sauerstoff, wieso denn das, ist da hier drinne? Aber wie? Bloß um den Lüfter? Hier nicht, wo ich bin? Warum das? Jetzt ist natürlich die Frage. Wie komme ich ran an die Rolltore? Wie komme ich ran an die Rolltore? Gar nicht, hä? Wenn ich jetzt F mache? Da bin ich irgendwo draußen. Achso, dort, wo ich reingekommen bin. Genau. Und wenn ich jetzt aufmache, dann ist doch. Aber das ist bloß da vorne der Sauerstoff. Das funktioniert also gar nicht, oder wie? Das funktioniert gar nicht. Ich meine, zu ist es doch eigentlich, oder? Sonst würdest du irgendwie rummeckern. So. Ja, ist natürlich blöd. Dann reinzukommen. Das ist natürlich blöd. Ich könnte natürlich, ich meine, so geht's. Schön beleuchtet ist es auch. Ja, sieht doch cool aus jetzt, hä? Vorne Lampen. An der Seite Lampen, hinten Lampen. Also das Ding ist voll beleuchtet. Das ist perfekt. So, machen wir noch ein schönes Bild. Für Thumbnail. Morgen. Oder so. Oder so. Oder so. Genau, so machen wir das. Das ist doch schön. Da weiß keiner, was es ist am Anfang. Ja. Okay. Also das mit dem Sauerstoff jetzt, da bin ich jetzt ein bisschen platt. Das hätte ich jetzt gedacht, dass das... Also hier vorne guckt es ja raus sogar, der Sauerstoff, ja? Hier guckt er raus. Hier vorne guckt es raus, Schnippel. Ist das jetzt nicht dicht oder was? Aber dann müsste es doch irgendwie rummeckern. Ich meine, der Lüfter geht... Dicht steht er eigentlich auch da immer. Es kann natürlich sein, warte mal, jetzt muss ich natürlich mal gucken, ob überhaupt der Sauerstoff voll ist. Ja? Aber dann wird es ja rummeckern. Sauerstofftank ist hier. Tank, weil das sind solche kleinen Dinger, die sind so... Genau. Okay, ich nehme alles zurück. Also, gut, ich weiß es noch nicht. Wir müssen erstmal checken, die Lage. Wenn ich jetzt... Nö, wenn ich einen Helm abnehme, Helm aufsetzen, kann helfen, kein Sauerstoff. Puh, schade, ich dachte, das war's. Wenn ich ausmache, wieder anmache. Okay, das klappt ja, also zumindest hört sich so an. Sauerstoff, T400. Das sagt die Statistik.
da irgendwas? Sauerstoff, genau, 400, was auch immer das heißt. Tage, Wochen, Monate. Also es klappt nicht. Es ist nur um den Block drumrum. Das ist schade. Also es würde mich mal interessieren, was da jetzt falsch läuft hier. Ob da irgendwas mit den Glasen nicht hinhaut, ob da was nicht stimmt. Oder so, das ist das Einzige, was mir jetzt einfallen würde dazu. Na gut, liebe Leute, da war es das erstmal. Vielleicht hat ja jemand eine Idee und einen Tipp und ich teste das dann mal aus das nächste Mal. Ansonsten, ja, fliege ich dann das nächste Mal mit meinem Raumschiff rum. Ja, in dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.